Ahoi, Spieler, Zocker und Brettspielfreaks und willkommen an Bord bei Spieletreff Wien Nord. Heute geht es um die Händler von Terra Mystica. Wenn sich der ein oder andere zurückerinnert, im Fazitvideo zu Terra Mystica vs. Gaia Projekt habe ich ja angesprochen, dass eben mit dieser Erweiterung meiner Meinung nach das Spiel noch einmal auf ein neues Level gehoben wurde. Und nicht direkt in der Komplexität, aber mit den Möglichkeiten, die jetzt geboten werden, um dieses Spiel neu zu erleben. Dieses Spiel ist ja schon sehr abwechslungsreich, vor allem mit den ganzen neuen Völkern, die bei Feuer und Eis dazugekommen sind. Und jetzt bei den Händlern gibt es noch einmal gravierende Unterschiede, weil ja oft das Problem aufgetreten ist, dass Leute gemeint haben, okay, wenn ich abgeschlossen bin oder wenn mich abgebaut werde, ich nirgends anders mehr wirklich hinkomme und dann habe ich auch keine Möglichkeiten, um den Sieg mitzuspielen. Und da hat man sich wirklich Mühe gegeben, genau diese Problematik ein wenig zu entschärfen und eben neue Elemente mit ins Spiel zu bringen. Und dann wurde ich eben gebeten, ob ich nicht zu den Händlern ein eigenes Video machen kann, wo es eben um das Spielmaterial geht und wie wird das Händlererweiterungssystem mit in Terra Mystica eingebaut. Zuerst würde ich einmal sagen, wir schauen uns die Komponenten an, die mitgeliefert werden und im Anschluss daran zeige ich euch, wie das neue Spielmaterial mit eingebaut wird. Zuallererst zeige ich euch jetzt einmal den doppelseitigen Spielplan, der bei der Erweiterung mitgeliefert wird. Hier ist der Plan, den man so eigentlich auch nirgends spielen kann. Weder auf BGA noch auf der digitalen Umsetzung im Play Store. Und zwar, das sind die Fjorde. Bei den Fjorden ist es so, dass es eigentlich eine sehr zentrale Mittelinsel gibt und rundum eben Flusslandschaften sich dahin ziehen. Und da wird es relativ spannend, wie kann man sich da neu positionieren, wie kann man sich da neu aufstellen, aber auch nicht nur mit der Erweiterung der Händler, sondern eben auch mit dem Grundbasisspiel und mit den Grundmechanismen, die es bei Terra Mystica gibt. Natürlich wird eine Anleitung mitgeliefert, das ist ganz klar, die ist relativ dünn, aber gut überschaubar. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Feuer und Eis ist, ich glaube, das war es auch schon so. Aber auch hier ist es so, auf der Rückseite habt ihr die Start-Siegpunkte, wie es eben nach den Völkern angepasst wird, je nachdem auf welchen Spielplan ihr jetzt spielt. Dann haben wir für jede Fraktion, ist genauso doppelseitig bedruckt, das ist das Zusatztableau, wenn ihr mit den Händlern spielt. Hier kommt dann das dritte große Gebäude drauf, das wir noch kennenlernen werden in diesem Video. Das gibt es, wie gesagt, für jegliche Fraktion. Bei den einen und anderen sind irgendwelche Boni noch einmal mit drauf oder veränderte Aktionen und bei anderen gibt es gar nichts darauf. Ansonsten spielen sich diese Tableaus eigentlich immer gleich. Da gibt es jetzt nicht viel Unterschied, wie gesagt, außer hier oben wäre einmal was aufgedruckt, was eine Aktion verändert. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns dann nach allen noch einmal genauer an. Ganz klar haben wir natürlicherweise zu dem neuen Spielmaterial, zu den Händlern auch neue Plättchen, wo wir sehen, welche Aktionen können wir machen und wenn wir eine Aktion handeln, durchziehen, welche Boni bekommen wir dann. Auch das schauen wir uns dann im Detail genauer an. Dann bekommen wir ein neues Machttableau oder besser gesagt neue Machtaktionen. Dieses Tableau wird einfach unterhalb des Spielplanes, den ihr verwendet, angelegt und hier natürlicherweise, wie kann es auch anders sein, ist es auf die Erweiterung zugeschnitten. Hier geht es rein nur um die Händler und vor allem um die Seefahrt. Wir haben drei neue Runden-Bonusteile, die genauso wie auch die Macht, die wir jetzt ausgeben können, auch das ist natürlicherweise auf die Erweiterung zugeschnitten. Dann haben wir hier zwei Plättchen, die sind für die Fraktionen Zwerge und für die Fakire. Mit dieser Erweiterung kommen ja Schiffe ins Spiel
Und die Zwerge und Fakire haben aber keine Schiffe, wie man es weiß, ja. Die bekommen Händler und diese Händler dürfen sich dann auch eine gewisse Reichweite lang bewegen. Und damit eben die auch dann möglicherweise Siegpunkte bekommen können, gibt es eben diese Plättchen. Diese gibt es eben nur für die Zwerge und für die Fakire. Wie das genau läuft, zeige ich euch dann, wenn ich das Spielbrett aufgebaut habe und wenn ich euch da im Detail was erkläre. Es gibt neue Gunstplättchen, die wie die anderen Gunstplättchen natürlicherweise interagieren mit einer gewissen Tempelfarbe. Hier bei Wind ist es so, es werden dann nachher noch Handelsplättchen zum Sehen sein. Wenn ich mir dieses Gunstplättchen nehme und ich passe, bekomme ich je nachdem, wie viele Handelsplättchen ich ausgelegt habe, unterschiedlich viele Siegpunkte. Ist so ähnlich wie die Handelshäuser. Wenn ich passe, kriege ich Siegpunkte, je nachdem, wie viele Handelshäuser ich zum Zeitpunkt des Passens besitze. Der große Unterschied dabei ist nur, die Handelshäuser werde ich vielleicht immer wieder mal aufwerten zu einem Tempel oder so. Wenn ich das Handelshaus Gunstplättchen habe, bin ich da sehr abhängig davon, wann, wie viele Handelshäuser ich habe. Bei dem ist es so, die Handelsplättchen werden nie wieder verschwinden. Wenn ich mir das schon in der ersten Runde hole und ich halt sehr viel auf Handeln spiele, wird mir das relativ viele Siegpunkte im Laufe des Spiels bringen können. Hier bei der Erde ist es einfach so, jedes Mal, wenn ich Handel betreibe, kommt es darauf an, mit welchem Gebäude ich Handel treibe. Treibe ich mit einem der kleineren Gebäude Handel, sprich Wohnhaus, Handelshaus oder Tempel, gibt es einen Siegpunkt. Wohingegen, wenn ich mit den drei Großen, der Festung, dem Heiligtum oder der Werft Handel treibe, dann bekomme ich zwei Siegpunkte. Beim Wassertempel ist es so, hier bekomme ich als Einkommen ein Schiff. Und beim Feuertempel ist es so, wenn ich mir dieses Gunstplättchen nehme, dann habe ich einen sogenannten Einmaleffekt. Ich kann mir aussuchen, entweder 4 Cash für jeden eingesetzten Priester in den Tempelanlagen oder einen Arbeiter pro Aufstieg auf meiner Schifffahrtsleiste, die ich schon geleistet habe. Dann bekommen wir eine neue Stadtmarke, ist 3 Siegpunkte wert und man bekommt sofort 2 Schiffe. Wirkt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so toll wie andere und vor allem mit den 3 Siegpunkten. Man ist es ja gewöhnt bei dem Spiel, umso toller der Bonus ist, umso geringer sind eigentlich die Siegpunkte. Ihr werdet aber sehen, warum das schon sehr mächtig sein kann, weil wenn ihr dann seht, welche Aktionen wir mit den Schiffen auslesen können, dann bekommen diese 9 Stadtmarken schon eine große Gewichtung. Wir bekommen 5 neue Rundenteile, sprich Punkteteile. Hier oben ist es so, jetzt wird einfach nicht nur Festung und Heiligtum gewertet, sondern dieses Plättchen wird einfach ausgetauscht mit dem Plättchen aus dem Basisspiel und durch das ersetzt, weil jetzt wird nämlich auch die Werft gewertet, sprich wenn ich jetzt die Werft baue, kriege ich ebenfalls 5 Siegpunkte und bei jedem 4er Aufstieg auf dem Feuerkult bekomme ich einen Spaten. Daneben haben wir das Wertungsplättchen liegen. Für jedes Handeln, das man treibt, bekommt man 2 Siegpunkte. Für 4 Aufstiege auf dem Windtempel gibt es einen Spaten. Dann haben wir hier das Plättchen, wo es für jedes Handelshaus 3 Siegpunkte gibt. Das ist jetzt nicht gravierend anders. Was anders ist, ist der Bonus, den man bekommt. Ebenfalls bei 4 Aufstiegen auf dem Lufttempel gibt es jetzt als Einkommen ein Schiff. In der Mitte haben wir ein neues Wassertempelplättchen, das besagt, für jeden Fortschritt auf der Schifffahrtsleiste, die ich in dieser Runde mache, gibt es 2 Siegpunkte zusätzlich. Oder wenn ich aufsteige in meinen Spaten, gibt es in dieser Runde ebenfalls 2 Siegpunkte. Sprich, meine Spaten möglicherweise in dieser Runde aufzuwerten, wären dann insgesamt 16 Siegpunkte. Das wäre
sehr toll, zum Beispiel für die Halblinge, die relativ günstig ihre Sparten aufwerten können. Wenn die das in dieser Runde durchziehen könnten, war das schon mal ganz, ganz mächtig. Und da gibt es eben für je zwei blaue Aufstiege zwei Cash-Einkommen. Und dann zu guter Letzt werden hier die Tempel gewertet. Auch das ist nichts Neues. Aber für je fünf Aufstiege gibt es einen Aufstieg in der Schifffahrtsleiste. Als nächstes schauen wir uns einmal das dritte große Gebäude an, das eben neu ist. Das ist die Werft. Die gibt es natürlich für jede Farbe. Auch die drei Schiffe gibt es für jede Farbe. Aber für die zwei Fraktionen, die ich schon angesprochen habe, Fakire und Zwerge, gibt es jetzt diese Händlermaxeln, die eben an Land laufen, wohingegen die Schiffe ganz klar natürlicherweise auf den Flussläufen unterwegs sind. Wenn man die Zwerge oder die Fakire spielt, gibt es auch dieses Gebäude, nennt sich dann nicht die Werft, sondern nennt sich dann das Handelsgebäude, ist die gleiche Form, hat auch die gleiche Funktion, nur wird es eben für die Händler genutzt und nicht für die Schifffahrt. Zu guter Letzt schauen wir uns diese vier Blättchen an. Diese sind doppelseitig bedruckt. Diese Seite wird genützt, wenn man mit den Zwergen oder den Fakiren spielt. Das gibt an einen Marktstand. Ihr Marktgebäude wird damit gekennzeichnet, wohingegen die Vorderseite für alle anderen Fraktionen genutzt wird, die Schifffahrt haben. Und hiermit wird ihr Hafengebäude angezeichnet. Das heißt, jedes Gebäude oder eines der Gebäude, das an einem Fluss sitzt, bekommt eben diesen Hafenmarker. An diesen Hafenmarker darf man Schiffe produzieren. Das heißt, wenn man aus irgendeiner Art und Weise Schiffe bekommt, stellt man es genau dorthin hin, wo das Hafenblättchen ist. Hat man irgendwann einmal die Werft gebaut, darf man auch Schiffe an der Werft entwickeln. Cool ist natürlicherweise, wenn es ein Blättchen mit dem Hafen gibt und irgendwo anders dann später die Werft entworfen wird, dann hat man zwei Möglichkeiten, wo man seine Schiffe platziert. Natürlich kann man auch aus dem Hafen die Werft machen, aber dann ist man doch sehr zentralisiert, wo sie Schiffe wegfahren können. Und ich glaube halt, als Taktik wäre es immer gut, wenn man sich ein bisschen aufteilt, wenn man unterschiedliche Möglichkeiten sich einfach lässt, was man mit den Schiffen machen kann. Ich würde sagen, schauen wir uns einmal diese Zusatzblättchen für die Fraktionen an. Das sind die Eisfraktionen. Diese Blättchen sind alle gleich aufgebaut. Wie gesagt, hier oben bei dem Buch gibt es einige Fraktionen, wo es eben eine Modifizierung oder eine Zusatzaktion gibt. Das hier unten ist immer gleich. Hier würde man dann die Werft hinlegen. Man hat jetzt die Möglichkeit, wenn man ein Handelshaus hat, was will man als nächstes machen? Will man das Handelshaus wie üblich auf die Festung aufwerten? Will man aus dem Handelshaus einen Tempel machen? Oder jetzt neu, will man aus dem Handelshaus eben eine Werft machen? Die Werft ist ebenfalls wie Festung und Heiligtum drei Machtwerte wert. Das heißt, für eine Stadtbildung hat man hier schon mal drei Machtpunkte. Bei der Werft ist es genauso wie bei der Festung. Man braucht vier Gebäude insgesamt, um eine Stadt zu gründen, wohingegen mit dem Heiligtum es ja schon nur drei Gebäude benötigt. Wenn man die Werft gebaut hat, legt man sie eben auf das Blättchen oder auf das Feld, wo man sie baut. In dem Moment schalte ich zwei Sachen frei. Zum ersten bekomme ich einmal einen Aufstieg auf meiner Schifffahrtsleiste. Zudem habe ich ab diesem Zeitpunkt als Einkommen jeder Rundenanfang ein Schiff und ich bekomme eine Aktion Schiff bauen. Das heißt, da kriege ich dann eben diesen Abdeckmarker, sage ich baue ein Schiff, lege das da drauf, zahle 1 und 2 und ab dann kann ich entweder bei meinem Hafen oder eben bei meiner Werft das Schiff zu Wasser lassen. Darüber hinaus hat dann jeder von uns die Möglichkeit, seine Schiffe fahren zu lassen. Wenn ich mir jetzt anschaue und ich habe hier meine Schiffe, sagen wir mal, ich habe zwei Schiffe im Einsatz, das dritte liegt noch in meinem Vorrat und ich nutze jetzt die Schiffe oder besser gesagt, ich nutze diese Aktion, ich kann meine Schiffe fahren lassen,
Ich habe angenommen eine Zweier-Schifffahrt, kann jedes meiner Schiffe zwei Felder weit fahren. Und das ist jetzt genau diese Erneuerung in dem Spiel, weil sonst hat man nur seine Zweier-Schifffahrt und alles, was in der Zweier-Reichweite ist, ist verbunden oder so weit kann ich kommen und möglicherweise irgendwas neu terraformen. Wenn aber alles, was ich erreiche, für mich zwei oder drei Sparten sind, dann ist das oftmals sehr, sehr schlecht und deswegen bin ich eingekastelt. Jetzt ist es eben so, dass ich mit dieser Reichweite, also mit dieser Aktion, einmal meine Schiffe fahren lassen kann. Zuzüglich, wenn ich genügend Macht in Schale 3 habe, kann ich für jedes Schiff eine Macht aus Schale 3 in Schale 1 verschieben, um noch ein Feld zusätzlich fahren lassen zu können. Das heißt, ich habe dann eine fiktive Reichweite von 3, bin natürlicherweise nicht verbunden für die Gesamtwertung, aber wenn um das eine Feld weiter ein Feld ist, was für mich leichter zu terraformen ist oder möglicherweise sogar mein Landschaftsfeld ist, dann kann ich dort sofort bauen und kann mich dort weiterhin aufteilen oder ausbreiten und habe nicht mehr das Problem, eingekastelt zu sein von anderen Spielern. Dazu haben wir gesehen, auf der neuen Machtleiste gibt es ebenfalls noch einmal diese Aktion. Diese ist gratis. Dort kostet sie eben 4 Macht. Und das ist bei allen Spielern eben gleich. Jetzt werden einige aber vielleicht sagen, naja, aber was ist mit den Zwergen und mit den Fakiren? Die haben dasselbe, nur bei denen ist das hier dann so, dass man eben Händler bauen kann, kosten ebenfalls 1 und 2. Die werden genauso wie die Schiffe entweder bei ihrem Marktstand oder bei ihrem Marktplättchen ausgelegt. Und die laufen dann eben über diese Plättchen, die wir zum Beispiel hier sehen. Da wird dann markiert, als allererster steht einmal hier. Bei 2 ist die Schifffahrt 2, hat eine Reichweite von 1. Das heißt, sein Händler kann ein Feld weit laufen. Und dann haben wir hier die Aufstiege, 2 Felder, 3 Felder und 4 Felder. Ist aber genauso wie bei allen anderen. Das heißt jetzt nicht, es dürfen 3 oder 4 Felder zwischen meinem Hauptfeld und dem, was ich umwandeln will, liegen, sondern das dritte oder vierte Feld muss das Feld sein, was ich umwandeln will, wenn ich eben mit denen laufe. Und hier oben seht ihr, das ist 2, 3, 4, 4. Da seht ihr eben die Aufstiege für die Reichweite. Das heißt ganz einfach, dafür kann es eben Siegpunkte geben, wenn man dieses Runden-Bonusteil dabei hat, wo es eben für Reichweite auf der Schifffahrtsleiste Siegpunkte gibt, hebelt möglicherweise die starken Aktionen der Nixen aus, die ja doch bis zu einer 5er Reichweite bekommen und 15 Siegpunkte abstauben können. Hier könnte man, wenn man es komplett ausbaut, eben die Stufe 4 reichen, mal 3 wären 12. Der große Unterschied hier ist aber nur, man bekommt für seine Aufstiege keine Siegpunkte. Aber zurück zu den Fraktionsplättchen. Das sind einmal die Frostfeen. Drehen wir es um, haben wir die Yetis. Ihr seht, Yetis sind genauso aufgebaut, außer hier oben haben wir einen Zusatzeffekt. Wir wissen ja, wenn die Yetis ihre Festung bauen, ab dem Zeitpunkt ist es so, dass sie Machtaktionen ununterbrochen wiederholt nutzen können und die Machtaktionen sind um 1 reduziert. Das haben die Yetis jetzt auch schon, wenn sie eben die Werft bauen. Dann kommen wir zu den Drachenreitern. Bei den Drachenreitern ist es ja so, dass wir wissen, diese können nur umwandeln, wenn sie Macht aus ihrem Machtkreislauf abschmeißen. Jetzt ist es so, wenn sie die Werft bauen, halten sie wie alle anderen Spieler eben einen gratis Aufstieg auf der Schifffahrtsleiste als Einkommen, ein Schiff und sie bekommen eine Macht wieder zurück in ihre erste Schale. Und hier oben ist die Sonderfunktion, jedes Mal, wenn die Drachenreiter Handel treiben mit einer Festung, dann bekommen sie 2 Siegpunkte, 2 Cash und ebenfalls eine Macht in die erste Machtschale. Dann haben wir, wie heißen die Auserwählten oder so ähnlich. Bei denen ist es jetzt so, wenn die Handel treiben mit einer Festung oder mit einem Heiligtum eines anderen Spielers, bekommen sie unterschiedliche Goodies.
Bei einer Festung kriegen sie 2 beliebige Macht, 2 Siegpunkte und 2 Cash, also 2 beliebige Aufstiege auf einem Tempel. Bei einem Heiligtum bekommen sie nur 2 Aufstiege, beliebig, und 2 Siegpunkte. Ansonsten verändert sich hier nicht viel. Dann haben wir die Chaosmagier. Bei den Chaosmagiern ist alles wie bei den anderen. Hier oben kein Zusatz. Die Giganten. Die Giganten ist es einfach so, wenn die Giganten Handel treiben mit einer Festung, bekommen sie 2 Siegpunkte, 2 Cash und sofort einen Zweierspaten. Wenn jemand mit der Gigantenfestung handelt, dann darf er das Land von dem Giganten nicht umwandeln. Das heißt, mit einem Wort, sein Land ist für diese Runde, wo er mit ihm gehandelt hat, tabu. Ist auch eine gute Aktion, ansonsten verändert sich hier nicht viel. Als nächstes haben wir die Zwerge. Bedeutet, sobald ich ein Handelshaus oder ein Marktgebäude gebaut habe, möglicherweise am Wasser, dann sind meine Händler gleichgestellt den Schiffen und sie können über Wasser gehen. Das heißt, sie können ihre Reichweite, die sie haben, auch Wasser dazwischen sein. Dann kann ein Wasser sein und dann vielleicht noch 2, 3 andere Felder, je nachdem, wie weit die Reichweite ist. Und dort kann der Händler dann zum Beispiel auch umgraben. Ihr seht hier im Vergleich zu den Chaosmagiern, es ist dieses Händlerzeichen drauf, hier eben ein Schiff. Und man erhöht die Reichweite auf der fiktiven Schifffahrtsleiste, die dabei ist, eben um 1. Die Gestaltenwandler sind sehr speziell zu spielen. Es ist ja so, wenn die Gestaltenwandler ihre Festung bauen, dürfen sie ihre Start- oder ihre Heimatlandschaft ja sofort wechseln auf was anderes und dort kostenlos weiterzubauen. Das gleiche ist jetzt auch, wenn sie eben die Werft bauen. Das heißt, die Gestaltenwandler könnten zweimal im Spiel problemlos ihre Heimatlandschaft ändern. Ja, aber wie gesagt, die Gestaltenwandler habe ich noch nie gespielt, darum kann ich da nichts drüber sagen. Auf der Rückseite haben wir die Flussläufer. Flussläufer, sagt es ja schon, die Flussläufer müssen am Fluss nur bauen, dürfen nicht landeinwärts bauen. Bei denen ist es so, die haben ja grundsätzlich nur eine 1er Reichweite an Schifffahrt. Mehr können die auch nicht bekommen. Sie bekommen ein Schiff einmalig und auch Schiffe in ihren Vorrat. Ist natürlich blöd, denen ihre Schiffe haben grundsätzlich immer nur eine Reichweite. Aber im Gegensatz zu den anderen, die ja für eine Macht aus der Schale 3 in Schale 1 ihr Schiff nur um ein Feld weit bewegen können zusätzlich, können die Flussläufer für eine Macht jedes ihrer Schiffe, also für jede Macht, die sie ausgeben, ihre Schiffe sogar bis zu 3 Felder mehr bewegen. Dann gehen wir es noch durch. Hier die Fakire, dasselbe Spiel wie bei den Zwergen. Am Fluss gebaut kann man auch die Händler wie die Schiffe über Wasser bewegen und dann dort bauen. Auf der Rückseite haben wir die Nomaden. Bei den Nomaden ist es jetzt so, dass wenn man jetzt umwandelt, eben aber auch angrenzend zu den Schiffen umgewandelt werden kann, weil es ist ja grundsätzlich so, dass man die Fähigkeit Sandsturm bei den Nomaden ja nicht übers Wasser nutzen darf, egal wie viel Reichweite man hat. Man muss immer angrenzend zu einem schon bestehenden Teil bauen. Mit den Schiffen, zu dem kommen wir gleich, kann man jetzt aber auch angrenzend zu den Schiffen den Sandsturm einsetzen. Ich glaube, dass diese Nomaden durch die Möglichkeit der Schiffe teilweise vielleicht sogar noch stärker sind, weil man jetzt eben über Wasser auch seinen Sandsturm einsetzen kann. Als nächstes haben wir die Halblinge. Halblinge ist so, dass wenn sie ein Haus bauen, bekommen sie einen Arbeiter. Ansonsten ist alles gleich. Bei den Kultisten ist es ja so, dass die Kultisten, wenn sie bauen und man die Macht annimmt, dass sie Aufstiege auf den Tempeln bekommen. Wenn hingegen die Kultisten jetzt mit jemand Handel treiben und ein anderer dadurch irgendwelche Boni bekommen sollte, dann bekommt er aber keinen Machtaufstieg und auch keine Macht im Umlauf. Wir haben die Nixen, da ist alles ganz normal, gibt keine Vorteile. Als nächstes haben wir die Schwarmlinge. Hier sehen wir wiederum, hier gibt es eine
Zusatzaktion. Bei den Schwarmlingen ist es so, wenn die alternativ oder wenn die ihre Reichweite ihrer Schiffe um 1 erhöhen wollen und haben zum Beispiel keine Macht in Schale 3, können diese alternativ sogar aus Schale 2 in Schale 1 die Macht verschieben, um die Reichweite ihrer Schiffe zu erhöhen. Dann haben wir die Düsterlinge. Bei den Düsterlingen ist alles ganz normal und ebenfalls auch bei den Alchemisten. Das waren jetzt einmal alle Zusatztableaus, die es für die Spieler gibt. Und zunächst schauen wir uns die Machtleiste an. Die neue Machtleiste, die unterhalb des Spielplans kommt, besagt dem, was ich vorher schon angesprochen habe, dass wir jetzt für 4 Macht die Aktion auslösen können, Schiffe fahren lassen. Für ebenfalls 4 Macht können wir ein Schiff bekommen. Und das finde ich eine ganz tolle Aktion. Für 5 Macht und einen Priester bekomme ich ein Gunstblättchen meiner Wahl. Das heißt, ich brauche keinen Tempel bauen, um Gunstblättchen zu erhalten. Wohlgemerkt, nach den gleichen Regeln wie alles andere, habe ich ein Gunstblättchen, darf ich es nicht noch einmal haben. Und für die Chaosmagier gilt, im Gegensatz zu Tempel und Heiligtum, wo sie jeweils 2 Gunstblättchen sich nehmen dürfen, dürfen die Chaosmagier ebenfalls nur ein Gunstblättchen nehmen und nicht ihrer Fähigkeit nach 2. Zu den Gunstblättchen noch ganz kurz ein Wort. Ihr habt ja gesehen, dass es ja neue 1er Gunstblättchen gibt. Und jetzt ist es so, wenn man sich entscheidet, ein 1er Gunstblättchen zu nehmen, egal ob es aus der Basisvariante ist oder aus dieser Erweiterung, dann gilt, das andere 1er Gunstblättchen ist für den gesamten Fortlauf des Spiels tabu für den Spieler. Hier oben sind die Aktionen abgebildet und darunter die Boni, die man bekommt. Es ist jetzt so, dass man, wenn man angrenzend zu seinem Schiff ist, dass man, falls man Spaten bekommt, auch angrenzend an das Schiff umgraben kann. Egal, über was man Spaten bekommt. Entweder nutzt man eine der Machtaktionen, man ist am runden Ende gewisse Aufstiege auf einem Tempel gegangen, wo man eben einen Spaten bekommt. Der Gigant kann ja für 2 Spaten beliebige Felder umgraben. Auch das kann angrenzend zu seinen Schiffen sein. Wir haben gehört, der Nomade kann jetzt seinen Sandsturm auch angrenzend zu seinen Schiffen einsetzen. Das heißt, das macht euch flexibler am Spielplan. Ihr könnt auch viel weiter weg umterraformen, obwohl ihr gar nicht die Reichweite dafür habt, aber eure Schiffe haben es bis dorthin geschafft. Wenn man jetzt da in sein Landschaftsfeld umterraformt hat, kann man jetzt sein Schiff, das angrenzend zu seiner Landschaft ist, vom Spielplan nehmen und setzt einfach ein Häuschen auf das Landschaftsfeld. Das heißt, das Häuschen kostet euch nichts, ihr nehmt einfach das Schiff weg und setzt ein Haus gratis hin. Wie wir gesehen haben, die Halblinge bekommen für sowas oder auch einer anderen Aktion immer ein Arbeiter zurück. Als guter Letzt können wir noch handeln. Wenn wir handeln wollen, müssen wir auf das Gebiet rauffahren. Ihr hört richtig, in dem Moment ziehe ich vom Wasser auf das Gebäude, auf das Feld mit dem Gebäude, wo ich handeln will. Aber aufgepasst, ihr braucht die Reichweite dafür. Ihr könnt nicht handeln, wenn ihr die Reichweite nicht bis zu dem Gebäude habt. Da kann es oftmals eben von Wichtigkeit sein, wenn man diese eine Macht aus Schale 3 in Schale 1 gibt, um eben genau die Reichweite zu haben, um mit einem Gebäude, das man will, eben Handel zu treiben. Darunter haben wir die 6 Gebäude, die es im Spiel mit der Werft jetzt gibt und welche Boni man bekommt. Es ist so, wenn der Spieler, mit dem man Handel treibt, der kann nicht sagen, nein, ich will nicht, dass gehandelt wird. Er hat keine Möglichkeit dagegen vorzugehen, er muss es erdulden, bekommt aber je nachdem, für die ersten 3 Gebäude bekommt er eine Macht, für die anderen drei Gebäude kriegt er 2 Macht Umlauf. Und das ist eben, was bei den Kultisten ist, wenn der Kultist mit jemandem handelt und sein Gegenüber eben Macht nimmt, weil er es aus den Handelsaktionen herausbekommt, kriegt er aber keinen Aufstieg auf den Tempeln. Und das war eben gemeint damit. Handelt man mit einem Wohnhaus, bekommt man einen Siegpunkt und einen Arbeiter sofort in seinem Vorrat. Mit einem Handelshaus ein Siegpunkt, ein Cash, 2 Machtumlauf.
Beim Tempel ebenfalls ein Siegpunkt. Hier kann ich aber wählen zwischen einem Dreier-Machtumlauf und einem beliebigen Aufstieg auf der Tempelanlage. Beim Heiligtum gibt es zwei Siegpunkte und wieder eine Entscheidung zwischen zwei beliebigen Aufstiegen auf den Tempel oder einem Priester sofort. Bei der Festung gibt es zwei Siegpunkte, zwei Cash und einen Spaten. Das könnte man jetzt kombinieren. Man zieht seine Schiffe so weit, wie man es braucht, handelt mit einer Festung eines Gegenspielers. Dafür kann man dann angrenzend zu seinem Schiff eben umgraben und womöglich dann auch das Schiff noch wegnehmen und dort gratis ein Haus bauen. Also ihr seht, es gibt mächtige Kombinationen mit dieser Erweiterung. Und mit der Werft ist es jetzt so, zwei Siegpunkte, ein Schiff oder ich kann meine Schiffe nochmal fahren lassen. Und wie gesagt, der Spieler, mit dessen Gebäude gehandelt wird, der bekommt eben Machtumlauf, je nachdem, welches Gebäude von dem Spieler es war. Aber wie zeige ich jetzt eigentlich an, dass ich gehandelt habe? Weil sonst könnte ich ja ununterbrochen mit jedem dieser Gebäude meiner Mitspieler handeln. Dafür haben wir diese ganzen Macht, oder nicht Macht, sondern Handelsblättchen. Ihr seht, in allen beliebigen Farben. Wenn ich jetzt Handel treibe, nehme ich mir das Blättchen meiner Farbe. Man kann sie auch am Spielanfang eben austeilen. Und man geht dann her und schiebt einfach diesen Handelstoken unter das Gebäude, um damit anzuzeigen, ich habe schon gehandelt mit diesem Gebäude, ich kann nicht mehr. Jeder andere Spieler, der am Spiel noch teilnimmt, kann dies aber sehr wohl machen. Irgendwann wird es dann vielleicht einmal so ausschauen. Somit ist angezeigt, jeder der Spieler, natürlich bis auf der eigene, Blödsinn, jeder der anderen drei Spieler hat mit meiner Werft jetzt gehandelt, hat den Bonus bekommen, ich bekomme Machtumlauf und das ist eben auf jedes Gebäude anzuwenden. So, liebe Freunde, das waren die Händler von Terra Mystica. Ich habe euch jegliches Spielmaterial gezeigt. Ich habe euch auch gezeigt, was man mit dem Spielmaterial machen kann, was die Aktionen sind. Das Einzige, was ich nicht gezeigt habe, sind die Kanäle. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr die Spielplanteile so ein bisschen im Kopf habt, gibt es eben zum Beispiel beim Basisspiel, da hat man diesen langen Ärmel und links oben kann man eben einen drüber setzen, wohingegen bei den Seen werden alle Teile eingesetzt, weil die Seen sind ja in sich abgeschlossen und überall, wo es eben einen einzelnen Übergang gibt von einem See in den anderen, wird eben ein Kanal hingelegt, wo man jetzt von einem Kanal, also von einem Seeteil in den nächsten Seeteil mit seinen Schiffen hinüber schippern kann. Ansonsten, ja, habt ihr alles gesehen? Ich bin noch immer der Meinung, das wisst ihr, das ist eine Bombenerweiterung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, braucht man das unbedingt? Nein, man muss es nicht unbedingt bei jeder Partie mit drinnen haben. Sage ich klipp und klar dazu. Aber ich glaube ganz einfach, wenn ihr es mitnehmt, erhöht es eure Möglichkeit, was ihr machen könnt bei Terra Mystica. Und ich habe von vielen jetzt gehört, dass mit der Erweiterung der Händler Terra Mystica wieder um eine Nasenlänge vor Gaia-Projekt ist und wieder aus den verstaubten Regalen teilweise herausgeholt worden ist und jetzt viel, viel mehr wieder gezockt wird. Ich glaube natürlicherweise, dass diese Erweiterung Terra Mystica wieder etwas mehr in den Fokus gerückt hat, weil man möglicherweise damit nicht mehr gerechnet hat. Trotz alledem bin ich einfach der Meinung, dass Terra Mystica wirklich mehr hergibt als Gaia-Projekt. Sorry noch einmal, das ist meine subjektive Meinung. Aber mir gefällt einfach die Komplexität, mir gefällt dieses Aufeinanderpicken, zu schauen, wie funktioniert meine Strategie, kriege ich das so umgesetzt, wie ich es mir vorstelle. Mit all den ganzen Völkern gibt es so unzählig viele Strategien, die ich spielen kann und einfach ausprobieren. Ja? Da gebe ich einen jeden von euch da draußen einen Tipp. Ja? Wenn ihr ein Tablet habt, ja, dann holt euch die Digitalversion von Terra Mystica und spielt einmal dort. Und dort habt ihr bis auf die Händler so ziemlich alles umgesetzt. Ihr habt alle Völker dabei. Ihr könnt dort euch austoben. Einfach einmal probieren. Ja, einmal unterschiedlichste Varianten probieren. Und dann werdet ihr sehen, welche Strategien ihr einfach fahren könnt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dann wird euch Terra Mystica wieder viel mehr ans Herz wachsen.
Mich würde jetzt interessieren, was sagt jetzt ihr definitiv zu dieser Erweiterung? Habt ihr sie schon gespielt? Dann schreibt mir eure Eindrücke. Habt ihr noch nicht gespielt? Dann kann ich sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Kapitän Sascha vom Spieletreff. Pfiat euch.